Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Herr Tutorial. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wartet mal, Semi fehlt. Hallo Leute, hier bin ich mit meiner Schwester The Dorian. Verlinkt in den weiteren Informationen, damit ihr sich schön abonnieren könnt. Ja, heute zum versprochenen Valentinstag-Video. Ich wollte euch ein paar kleine Tipps und ein kleines Tutorial draus machen. Wie kann man den Valentinstag überleben? Eure Meinung ist gefragt. Ich möchte mal eure Meinung in den Kommentaren wissen, wie ihr Valentinstag überlebt. Findet ihr Valentinstag notwendig, um jemandem zu sagen, wie sehr man ihn oder sie liebt? Oder ist es für euch so ein kommerzieller Tag? Also ich habe gelesen, dass ein durchschnittlicher Amerikaner $165 am Valentinstag ausgibt. Eins muss ich euch gleich vorneweg sagen, Single zu sein heißt am Valentinstag nur, dass man nicht in einer Beziehung ist. Es gibt also keinen Grund, depressiv und traurig zu werden, sich mit Schokolade voll zu machen. Ich verlose unter den Kommentaren alle die drei hier. Also drei Herzen an euch. Wer sie gewinnen will, schreibt einfach einen Kommentar und vielleicht werdet ihr ausgesucht, falls euch niemand gesagt hat, ich liebe euch. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch, wer auch immer du bist, aber ich liebe dich, ja. Ich habe sehr oft die Frage gestellt bekommen, an was ich denke, wenn ich an Valentinstag denke. Und für mich persönlich war es eigentlich nur die Schulzeit, an die ich mich zurückerinnere. Da gab es immer diese Lollipop-Wochen, an denen irgendwie die Beliebtesten aus der Klasse... Hast du was bekommen? Nee, ich nie, aber irgendwie gab es immer andere, die coolen, die immer 5 Lollipops plus Rose bekommen haben. Und ja, ich finde diese Woche einfach nur sinnlos. An was denkst du eigentlich, wenn du am Valentinstag denkst? Was? Nun zu unseren Top 3 Schritten, Valentinstag als Single zu überleben. Erster Schritt, ich sag's euch, also ich pflege es in meinen Videos zu sagen, dass die wichtigste Beziehung die Beziehung mit euch selbst ist. Ihr müsst euch erstmal selber lieben, damit euch andere lieben können. Genauso müsst ihr euch selbst akzeptieren können, damit euch andere akzeptieren. Das pflege ich ja immer in meinen Videos zu sagen und gönnt euch was am Valentinstag, kauft euch was, gönnt euch eine Packung Schokolade. Schokolade macht bekanntlich glücklich, ja, wobei eigentlich die Stoffe, die da drin enthalten sind, okay, ich schweife wieder vom Thema ab, wie immer, eigentlich nicht ausreichen, damit man diese Glückshormone ausgeschüttet werden. Oder ignoriert es einfach, gar nichts machen, ihr müsst da gar nichts kaufen, ihr müsst euch keine Schokolade kaufen, es ist ein ganz normaler Tag wie jeder andere. Wenn euer Schatz euch ein Geschenk machen will, kann er ihn auch an einem anderen Tag machen. Von dem her finde ich jetzt nicht, ja, dass man das unbedingt... Okay, ich falle ihm voll ins Wort. Aber es ist wirklich meine Meinung, dass man einfach gar nichts machen muss. Gar nichts. Playstation spielen, man kann auch Sport machen gehen. Man kann auch einfach daheim Zelda. Chillen. Zelda. Playstation, was? Bevor ich weitermache, irgendwas fehlt dir irgendwie. So sieht's glaube ich, besser aus. Meine coole Nerdbrille. Okay, I'm so nerdy, I feel so nerdy. Steht dir aber viel mehr als mir. Sieht cool aus. Oh Gott. Steht. Ach so, und der Grund, wieso wir eigentlich so angezogen sind, das ist ja, man zieht sich ja nicht unbedingt für ein Video so an, ist, dass wir ein Video zusammen jetzt gedreht haben, bevor wir dieses hier gemacht haben. Und das werdet ihr im Laufe der Woche dann sehen. Und ihr werdet dann entscheiden können, ob wir auch weiterhin solche Videos machen. Ihr könnt ja schon mal raten, um was es dann geht. Zum Schritt 2. Valentinstag ist zwar ein Tag der Liebe, aber es bedarf keinen Freund oder keine Freundin, um jemandem zu sagen, wie sehr man ihn lieb hat. Ich meine, es gibt Schwestern, es gibt... Ach, ja, Flaschbarsch. Mein Baby. Die Welt, guck mal. Sag hallo. Es gibt Tiere, denen man was gönnen kann. Man kann ihnen was kaufen, man kann ihnen sagen, wie sehr man sie liebt. Schlaf ruhig weiter. Und ihr könnt auch euren Eltern sagen, wie sehr ihr sie liebt habt. Es bedarf also keinen Freund oder keine Freundin, um jemandem zu sagen, ich liebe dich. Oder ihr schaut euch einfach mal einen Film an. Ich kann euch nur einen Film empfehlen, den haben wir zusammen, habt ihr ja in meinem zweiten Kanal schon im Video gesehen, den Film Valentine's Day angeschaut mit sehr viel Starbesetzung. Und ich finde, der ist super, auch für Singles kann ich euch nur empfehlen. Schaut ihn euch mal an. Zeigt so die Probleme in einer Beziehung und ich fand ihn super. Also wenn ihr nichts vorhabt, dann schaut ihn euch mal an. Die beste Szene wird die sein in diesem indischen Restaurant, ja, wo Jessica Biel und Jennifer Garner aufeinandertreffen. Ich sag dazu nichts. Denk ich liebe an die sie. Szene. Müsste ich auch mal machen. Oder ihr macht einfach ein Video, eine Videoantwort zu mir und sagt mir einfach eure Meinung zu dem Valentinstag und wie ihr ihn verbracht habt.
Hier sind zwei Rosen, die ich extra für das Video gekauft habe. Riechen schön, ne? Riechen schön. Okay. Das war eigentlich schon das Video. Ich habe euch einfach zum einen meine Meinung, unsere Meinung kundtun wollen. Meine Meinung, ja. Nicht so viel geschwätzt heute, aber... Wie gesagt, ich verlinke sie euch in weiteren Informationen. Sie macht ja demnächst jetzt viel, viel mehr Videos. Und ihr wisst ja, eigentlich hat sie ja lockige Haare. Und schaut euch mal ihre Haare jetzt an. Also, um herauszufinden, wie man sowas machen kann, geht auf ihren Kanal und klickt den Yellow-Button. Also, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Verbringt euren Valentinstag schön. Ich hoffe, ich habe ihn euch bereichern können. Und tschüss! Macht's gut!